Läuft, ne? Hörst du mich auch? Ja. Boah, das ist aber jetzt laut hier, ey. Ja, da ist der Kompressor bei dir gleich aus. Von was? Von der Fischbude. Ach so, okay. Boah, ich krieg meine Augen gar nicht auf, ey. Du hast doch gar nichts getrunken. Oder wart ihr so lange bei McDonald's noch? Ich hab die um mich herum gehabt die ganze Zeit. Aber hat auch gar nichts getrunken. Also, herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkino-Kanal. Das ist eines der frühesten gedrehten Videos, fällt mir gerade auf. Ja, Viertel nach neun, das haben wir schon mal geschafft. Da bist du schon wach? Ja, klar. Auch sonntags? Auch sonntags. Okay. Wie wir sehen, hat Holger ein zweites Standbein. Er hat sich jetzt seine persönliche Fischbude jetzt hier in den Vorgarten gestellt. Nein, das Ganze hängt zusammen mit unserer wunderschönen, oder speziell mit deiner wunderschönen Heimkinobau. Ja, aber komm, du hast das jetzt hier alles gemacht. Also, wollen wir schon mal hier alle Ehre ihn hier gewähren. Heimkinobau, Kinoeröffnung. Genau. Weil es noch ein bisschen mehr ist, ne? Du hast ja sogar einen Vorraum jetzt. Wir haben Vorraum, wir haben ein bisschen was zum Chillen, eine Männerecke, also alles so, was man so braucht zum Spaß haben. Das heißt, dich wird man auch privat hier häufiger hier als statt dort finden? Ja, vor allen Dingen hier kann ich Ton anmachen, weil meine Frau ja generell Fernsehen ohne Ton guckt, weil alles zu laut ist, kann ich hier mal ein bisschen lauter machen. Wie, kann die von den Lippen lesen? Scheinbar, also ich höre da nie was. Wenn wir zusammen Fernsehen gucken, das geht nicht. Okay, also wir sind jetzt hier an diesem Wochenende, welches ist? Was weiß gar nicht, welches 15. bis 17. September 2023. Haben wir angekündigt, dass du hier diese Riesenveranstaltung hast und hier ja. Die Freunde, die du hier schnell gefunden hast, nicht wahr? Ja. Die haben hier ihren persönlichen Wagen hingestellt und es gab also unter anderem während der drei Tage nicht nur schöne leckere Bierchen und alkoholfreie Getränke natürlich, sondern auch ein paar leckere Fischbrötchen. Genau. So, und wir wollen euch einfach mal zeigen, was ihr demnächst hier sehen könnt. Allerdings, ganz wichtig, man sollte vorher anrufen, der Fischwagen genau. Ist nicht mehr da. Und der Fischwagen ist auch nicht mehr da. Ja, okay, nicht, dass gut. Die Leute jetzt denken, hier gibt es jeden Tag frischen ja, Fisch. Ja, das wird nicht ganz zu schaffen sein. Aber wenn ihr hier vorbeikommen wollt und diese Person ja. Hier live und wahrhaftig kennenlernen wollt, ja, dann müsst ihr vorher anrufen. Mhm. Dann öffnet sich vorne ein Riesentor, was noch nicht existiert. Aber die Kette wird auf jeden Fall runtergelassen. Und dann könnt ihr euch dieses Heimkino hier anschauen. Mal gucken, ob wir vielleicht oder ob du vielleicht noch ein oder zwei spezielle Tage im Monat mal so generell ankündigst. Da muss man mal schauen. Schaut genau. Auf jeden Fall auf die Homepage heimkinobau.de. So, was ihr hier alles sehen können. Das wollen wir uns jetzt mal live anschauen. Der gute Dennis, der heute freundlicherweise diese Kamera hält, hat heute Morgen erstaunlicherweise drei Brötchen, glaube ich, gegessen. Ich glaube, er wusste, was auf ihn zukommt. Deshalb, er wird jetzt mal mit diesem wunderschönen Kamera-Gimbal hinterherkommen. Wir gehen mal hier rein. Du bist auch in so einer Lagerhalle eingezogen, was das Thema Kino angeht, nicht richtig, wahr? Richtig, genau. Wir haben ja eine Halle gesucht in Pforzheim, wo wir vorher gewohnt haben und haben einfach nichts gefunden. Und irgendwann haben wir die Suche dann deutschlandweit ausgeweitet. Und sind dann an der schönen Nordsee gelandet und haben jetzt hier unser neues Firmen- und auch privates Domizil. Genau. So, das ist hier unter anderem Lager für all die Sachen, die im Heimkinobau-Shop zu bekommen sind. Weil auch dir ist extrem wichtig, dass die Leute nicht lange warten müssen. Das heißt, ein Großteil Korrekt. Der Artikel ist direkt auf Lager verfügbar. Genau. Alles, was wir so im Shop haben, was wir selber für den Heimkinobau verwenden, Subwoofer, Chassis, Stoffe etc., Akustikmodule, sowas haben wir hier. Und das kann auch im Shop bestellt und dann auch zügig geliefert werden. Ja, genau. Das geht meistens innerhalb von 24, 48 Stunden. Ne? Da sind die ganzen Sachen wunderschön verteilt. Das hier müssen wir mal eben zeigen, weil das ist so der Knaller. Also du hast also schon mal ganz viele Nachbarn als Freunde gefunden, habe ich schon gemerkt, nicht Richtig. Wahr? Richtig. Die waren hier, die haben dir einen wunderschönen Geschenkkorb gegeben. Und dann haben wir einen Kunden, der hat mit einer unfassbaren Detailverliebtheit diesen Geschenkkorb gemacht. Da muss man sich einfach mal im Detail anschauen. Ich glaube, ich schneide noch ein paar Bilder rein. Was hier alles ist, also alleine schon diese Klappkarten. Ich liebe das ja. Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung und viel Erfolg am neuen Standort. Und das wird hier so aufgeklappt. Und was sieht man? Ein wunderschönes Kino. Und dann kommt noch eine Karte, da kommt einem fast schon das Tränchen, wenn man genau. Das sich hier durchliest. Also wir lesen das jetzt nicht alles vor, nein, aber man nein, muss natürlich nein. Sagen, der Dank geht nicht nur an mich oder uns hier, sondern auch ans Grobi-Team. Deswegen ja. Viele Grüße auch an alle Kollegen von Grobi, denn er ist ein ganz großer Fan eures YouTube-Kanals. Und hat sich halt bei uns allen quasi damit bedankt. Also auf diesem Weg nochmal vielen lieben Dank, Sven, auch an deine Frau. Das ist schön, dass ihr hier wart und vielen Dank für das Präsent. Ja, also das motiviert auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das alles und Wahnsinn, was ihr euch ist da so ausgedacht habt. Ist so früh, du schaffst habt. Das nicht. Doch, ich schaff das schon. Okay. Ich schaff das schon. Genau. Also da erstmal vielen Dank für alle, die die Geschenke machen. Guck mal hier, und wir hatten ja Besuch von Leonid. Der ist tatsächlich mit Familie aus der Ukraine und im Auto gekommen und ja. Wird auch noch zwei, drei Tage hier mal verbringen in der Region. Und jetzt haben wir hier noch was zum... Ja, ich weiß nicht wann, aber... Übersetz mal. Ja.
Ja, du bist ja ein Witzbold. Genau. Ist das falsch schon gedruckt oder was? Ja, man weiß es nicht. Man weiß vielleicht nicht. Muss man durchgucken, dann sieht man es. Gut, wie auch immer, hochprozentiger für die kalten Abende ist auch da. Mein Lieber, dann würde ich sagen, wir sehen jetzt von außen schon mal, es sieht aus wie eine Theaterkulisse, ne? Wie so eine Filmkulisse. Ne? Genau, also letztendlich sieht es hier aus wie hinterm Phantasialand. Ja, so sieht es nämlich da auch aus. Nein, also das Ganze ist hier eine Maschinenhalle gewesen. Das heißt, hier standen vorher einfach Autos drin, Trecker und so Landmaschinengeräte. Und wir haben dann, der Florian, der Eugen, der Frank und ich, in den letzten Monaten diese Halle im Prinzip ein bisschen ausgebaut. Natürlich hier mit Regalen, was man hier im Hintergrund gesehen hat. Aber wir wollten natürlich auch einen Vorraum und ein Kino bauen, damit ihr auch mal sehen könnt, was wir so erschaffen können. Und dafür haben wir hier Trennwände eingebaut und haben hier letztendlich einige Räume abgetrennt. Ja, also mit Holz kennt ihr euch aus. Unter anderem. Genau. Guck mal, eine Holzschiebetür. Und das ist der Vorteil, wenn man im Gewerbegebiet wohnt, da wohnt nämlich der Holzhändler zwei Häuser weiter und kommt kurz mit dem Gabelstapler rum und liefert neues Material. Mit dem bist du nach der zweiten Bestellung auch per Du gewesen, nicht wahr? Genau. Gut, Kabel kann man auch direkt mitnehmen. Also wenn ihr hier an der Wurster Nordseeküste, das ist ja bei Bremerhaven, Cuxhaven so dazwischen, wenn ihr hier mal schnell ein Kabel benötigt, das sind Sachen, die man hier sofort mitbekommen kann. Kann man hier abholen, ruft kurz vorher an. Wie gesagt, die Kette geht dann automatisch vorne runter und dann kommt ihr hier rein. Guck mal, und das ist hier deine Mellerhöhle jetzt hier, ne? Richtig, genau. Ja, kann man noch was mitmachen, ne? Ja. Guck mal, Laser-TV. Auch der gute Holger ist ja nicht nur privat im Einsatz oder hat einen Laser-TV-Projektor im Einsatz, sondern es wird sogar dieser Laser-TV-Projektor auch hier mal der Öffentlichkeit gezeigt, den er hier noch zusätzlich hat, damit man das Thema mal präsentieren kann, weil du bist da schon hundertprozentig von überzeugt, gell? Auf jeden Fall, weil es einfach viele Vorteile einem Fernseher gegenüber hat. Man hat keine Reflexion, man kann bei Tageslicht gucken, man kann aus allen Blickwinkeln gucken, ohne dass man sich selber spiegeln sieht. Und man hat halt 2,66 Meter Bildbreite bei 120 Zoll in dem Fall und das absolut bezahlbar. Wir haben hier den Einstiegs-Hisense stehen, der kostet unter 2.000 Euro und da muss ich sagen, was will man mehr? Also ja, das ist ein Megateil. Und was du hast, was man hier kaum erkennen kann, weil schwarz auf schwarz, du hast Lautsprecher der Marke K-Array. Ja. Da habe ich dir ein bisschen was von Denver erzählt und wir hatten vorher schon drüber gesprochen, danach haben wir gesprochen und dazwischen auch und wir haben auch die K-Arrays. Dann werden wir in nächster Zeit noch, wenn es nicht schon sogar veröffentlicht worden ist, ein Special bringen, was ich auf der Messe in Denver geführt habe als Interview. Und du hast hier die kleinen K-Arrays, das sind die Viper. Diese kleinen Stängchen, also es geht anscheinend der Trend zu kleinen, schmalen Lautsprechern. Wir haben ja auch noch die Kios, aber das ist nochmal eine Klasse drüber. Damit kannst du diese Halle schon alleine beschallen. Ne? Richtig, genau. Also K-Array kommt eigentlich aus professionellen Veranstaltungsbereich, Gastros etc., Clubs. Und ja, die haben wir jetzt neu ins Sortiment aufgenommen, gibt es demnächst auch im Shop zu begutachten. Und die machen einfach richtig Spaß, weil sie klein sind, weil sie unauffällig sind. Ja, die können einfach was. Und weil sie unüberhörbar sind, wenn es sein muss. Richtig. Aber sie sind eben auch fürs Wohnzimmer geeignet. Wirklich mega. Da hinten hast du auch noch welche, ne? Genau, das sind dann die kleineren aus der Viper-Serie. Und das ist dann tatsächlich hier für Surround. Also wer hier einfach sich mal hinsetzen will in die Lounge und ein bisschen auch Surround hören will, funktioniert hier wunderbar. Gibt es in zig verschiedenen Farben. Ich blende ja mal ein paar Bilder ein. Das ist Wahnsinn. Man muss einfach nur das Gitter abmachen. Da kommt ein Loch zum Vorschein, schraubt die Schraube rein und das war's. Korrekt. Mehr braucht man nicht. Richtig. Das ist einfach der Knaller, das Zeugs. Ja. Sehr, sehr schön. Okay, komm, wir gehen mal weiter. Ach komm, Speakersnap dürfen wir nicht vergessen. Ne? Gibt es natürlich auch für alle hier, die hier in der Region mal schnell ein Kabel brauchen, damit der Lautsprecher und das Kabel sich wirklich gut verstehen. Nicht wahr? Also ihr seht, das Ganze entwickelt sich wunderbar weiter und jetzt kommt hier natürlich auch noch so eine Spaßmaschine, also ob er nicht genug Spaß hier hat. Er hat sich auch so einen Flipper gekauft, mit dem man hier bis zu... Über 400 Tables. Über Tables heißt das, oder? Ja, Tables. Tische, Spiele. Oh, Tables. Also ich hätte jetzt gerade Motive oder Spieloberflächen oder sowas. Also 400 Tables können wir hier aufrufen und dieser Flipper... Könntet, glaube ich, die Augen zumachen, wenn wir euch hier reinführen, würden euch an diesen Flipper führen und sagen, jetzt spiel mal. Und würdet nicht glauben, dass das ein digitaler Flipper ist. Weil? Weil er die Mechanik teilweise vom echten Flipper hat. Die Beine, die Bumper, die Taster hier, den Abzug. Und da sind halt Körperschallwandler verbaut. Das heißt, jedes Mal, wenn diese virtuelle Kugel irgendwo draufpallt, dann vibriert der Flipper leicht, so wie das in echt auch ist. Ja. Und man hat dann also ziemlich zig verschiedene Themen zur Auswahl hier. Machen wir diese Spielethemen da. So, ja, Spielethemen, wir sind ja hier Movies, bei Movies. Wir sind ja bei Movies. Also haben wir jetzt ganz, ganz viele verschiedene Movie-Themen. Ne? Aliens, einer meiner Lieblingsfilme, als aber auch Lieblings-Tables. Nicht wahr? Ja. Tables? Ich lerne schnell. Tables. So, und da kann man das hier machen und es macht eine Riesenlaune.
Ja, sehr schönes Teil, mein Freund. Also, wenn hier nichts mehr läuft an Filmen, dann machst du heute Abend noch mal eine Runde Aliens im Spiel. Dann machen wir hier eine Spielhalle auf. Ach ja, das müssen wir auch noch mal zeigen. Hier, unser Kameramann ist auch sehr aufmerksam. Du bist ja auch der größte Freund aller Fußball-Nachwuchsspieler jetzt geworden, weil du ja tatsächlich hier, das ist das Besondere an der Wurster Nordseeküste, die haben hier ein Sporthotel, was sehr zu empfehlen ist für alle, die auch mal Kurzurlaub machen wollen oder von mir aus auch einen längeren Urlaub machen wollen. Da ist nämlich eine Sportanlage und da sind viele Nachwuchsspieler aus ganz Deutschland mit ihren Vereinen immer auch regelmäßig am Hinkommen, ne? Korrekt. Das ist eine Jugendauswahl hier aus dem Kreis, nennt sich dann Küstenauswahl. Das sind 9- bis 13-Jährige, also zwei Altersklassen. Und da sind wir Trikotsponsor jetzt in diesem Jahr und haben einfach ja, unsere Passion gefunden, die Jugend da ein bisschen zu unterstützen. Und hier sind tatsächlich immer Trainingslager von Bundesligamannschaften, die dann ihre Jugend hier vorbeischicken und tatsächlich dann hier Red Bull Leipzig, der heißt ja Rasensportball Leipzig, dann Bremen, Dortmund, also hier sind viele. Mönchengladbach, Schalke, genau, alle genau. Sind Barcelona hier. War schon hier. Ja, genau. Korrekt, genau. Und dann wird ja auch hier, was war das? Egal. Der Florian ist mit einem an einem Kabel hängen geblieben. Ach, der Florian. Der hat gestern zu viel Bier gehabt. Das ist ja auch manchmal ein Piep. So, jetzt haben wir hier Mac-Audio-Lautsprecher. Ja. Die gucken dich aber auch wirklich sofort an, sobald du kommst. Da ist jetzt die Bandbreite von bis alles dabei, nicht wahr? 18 Zoll Subwoofer, 12 Zoll Subwoofer, 15 Zoll Subwoofer, M12 Front, dann der neue M8 mit dem drehbaren Waveguide, der S6 und der S8 und der ganz kleine S4, der jetzt auch neu ist, der steht noch hinten eingepackt. Ja, also ihr seht, dass wir da einiges mit den Jungs von Mac Audio am Machen sind und wir haben da auch einen riesen Erfolg mit. Toi, 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 wir danken allen die, die uns jetzt bis jetzt das Vertrauen geschenkt haben und diese Lautsprecher ins Kino einsetzen. Teilweise haben die jetzt auch Frontblenden bekommen und an Weiß sind wir immer noch dran, weil die Frage kommt bestimmt im Kommentar. Weiß ist eine Farbe, die anscheinend nicht ganz so einfach ist. Schwarz geht leichter, was Produktion angeht. Aber wir kriegen es hin und wir werden die genau. Auch in Weiß haben. Ich bin noch dran. Wir sind dran. Wir gehen den so lange dran. Auf die Nerven. Nein, das weiß der auch. Und jetzt haben wir einen deutschen Lieferanten gefunden, der weiß, so machen kann, dass es anscheinend wirklich top funktioniert. Wunderbare Geschichte. Also sind hier. Und jetzt kommen wir ja in das Kino langsam, aber sicher. Korrekt. Weil es befindet sich ja dahinter. Ja. So, und in diesem Kino ist eine Lautsprechermarke, die sich nennt wie? Mac Audio natürlich. Guck mal an, welche Überraschung. Ja. Und da hast du noch ein bisschen was Neues ausprobiert, was Anordnung angeht, was Lautsprecher angeht und so weiter. Wobei wir sollten einen Raum vorher uns noch anschauen, weil du hast ganz klar aufgrund des Beamers einen Technikraum dir eingerichtet. Genau, aber der ist jetzt noch nicht fertig ausgebaut, also sieht nicht mehr ganz so schön aus wie das hier. Ich dachte, du hast das heute Nacht gemacht. Ja klar, aber nur die zur Hälfte. Ja gut, dann gucken wir nur eben die eine Hälfte. Komm, gehen wir mal weiter. Ach guck mal hier, du hast sogar hintergrundbeleuchtete Bilder, das ist aber schön. Ja. Mhm. Hast du eigentlich eine Heizung hier drin? Ja. Wann machst du die an? Da oben? Ja, jetzt nicht. Jetzt ist ja noch Sommer. Das merke ich. Das ist ein bisschen frisch hier drin, aber schön. Hättest du länger schlafen sollen heute. Ja, das geht nicht. Also, du hast da oben auch einen Heizungskörper ja, drin, so mit Gebläse und allem drum und dran, genau. Klima und so weiter. Guck mal hier, und das ist eine extrem elegante, moderne Tür. Öffnung, die man aber nach links aufmacht, weil da habe ich eine Schraube entdeckt, wenn ich mich täusche. Richtig. Kann das sein? Also, dazu muss man ganz kurz was erzählen. Der ja, Barcode, der da oben drin steht, der wiegt gute 90 Kilo. Und wir mussten den nochmal austauschen letzte Woche und dafür mussten wir, um den da oben rauszubekommen, die Tür komplett ausschneiden, die Trennwand wieder aufschneiden, um hier mit dem elektrischen Hubwagen reinzufahren, hochzufahren, den Beamer rüberzuschieben, runterzufahren, wieder ganz rauszufahren, Beamer zu tauschen. Und deswegen haben wir hier keine Tür mehr drin. Da war eine Tür eingebaut. Okay. Mussten wir rausschneiden. Hast du die rausgestellt in der Form, dass sie nicht mehr reinzuschneiden? Also nicht mehr reinzubauen? Ja, du musst es den mit Rahmen komplett rausschneiden. Also du brauchst mehr Platz. Mehr. Genau. Ah, schön. 149 Euro. Beim Baumarkt. Ja, also dieser kleine Projektor, den du da oben hast, ist aus der Residential Barco-Serie. Ja. Darüber haben wir auch schon ausführlich geredet. Und wir haben ja auch ein solches Residential-Gerät oder zwei davon. Und du hast den ganz großen Oschi hier. Das ist das Megateil, der heißt wie? Freya. Das ist der Freya. Ja. F-R-E-Y-A. Der Freya, da geht bei vielen, aber auch bei den kleineren, aber eigentlich bei allen, die jetzt was vom Thema Barco hören, schon ein bisschen das Herz etwas schneller, weil der Freya ist ein Gerät mit Technik RGB-Laser, ne? Genau, das ist ein RGB-Laser, der hat drei Laser, für jede Grundfarbe ein Laser. Ist ein DCI-Projektor, kann also original Film-Content auch verarbeiten. Kino-Film-Content. Kino-Film-Content. Mhm. Er hat 5 Festplatten drin und in den Kinosälen dieser Welt, in den großen, ist das ja so, dass die Festplatten dann mit den Filmen bespielt werden und dann
laufen die Filme dort. Und das könnte man mit diesem Beamer tatsächlich genauso machen. Ja, und du hast ein paar Trailer, mit denen man das auch demonstrieren richtig. Kann. Richtig, also wir haben DCI-Content hier, Original-Film-Trailer aus dem gewerblichen Bereich. Ja. Und da sieht man einfach, allein also der Ton ist viel dynamischer als das, was wir auf den Scheiben geliefert bekommen. Ja. Halt klassischer Kinoton. Wobei beim Bild, muss ich sagen, fand ich den Unterschied nicht so groß, wenn man jetzt mal wirklich eine 4K-HDR-Scheibe sieht. Aber Ton eindeutig, das war da. Und was auch richtig geil ist, das war heute Nacht, also wir hatten heute Nacht noch ein bisschen Spaß gehabt, das war 3D. Ja. Der Kollege, der macht ja ein 3D-Bild, da fällt es ja um, der Trailer von Avatar. Ja, also da wurde ich ja, also da habe ich ja schon gesagt, das Wasser kommt langsam in den Raum rein. Das war einfach mega, könnt ihr euch alles anschauen. Das ist also der Freya. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht das Gerät für die ganz kleine Spardose. Ja. Das ist schon definitiv ein großer Griff rein. Deshalb haben gestern komischerweise mehrere Leute während der Vorführung gesagt, ich glaube, ich sollte heute noch schnell den Lottoschein ausfüllen. Weil dieser Freya liegt Pi mal Daumen ungefähr bei 120.000 Euro. Ja, das ist also schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, nicht wahr? Aber wir wollen ja eine Bandbreite von bis zeigen, sind also die Spezialisten autorisierter Barco Residential Partner. Ja, also wir wissen mehr als nur, dass wir das Ding ausgepackt bekommen. Aber selbst wenn man das nötige Kleingeld hat, sollte man dran denken, man braucht unbedingt einen Technikraum, weil das Ding macht auch schon, wie wir jetzt ja auch vielleicht hören, schon etwas Lärm. Und im Raum selber wird man das Gerät eher nicht hinstellen. Ja. Also auf jeden Fall an den Technikraum denken. 7.500 Lumen Lichtleistung. Mhm. Bei der Leinwand haben wir auch nicht eine 230er Leinwand, werden wir aber gleich sehen. Genau. Und dann hast du hier deine Rack hier. Und in diesem Rack, zeig mal, was hast du alles reingestellt? Also, wir fangen einfach oben an. Apple TV, Control 4 Controller, MedVR Extreme, MK1 noch. Mittlerweile gibt es ja den MK2 in einem etwas schöneren Gehäuse. Dann haben wir eine Altitude 32, wo auch alle 32 Kanäle belegt sind. Noch den guten alten Oppo, den werde ich auch nicht hergeben. Den werde ich mit ins Grab nehmen irgendwann mal. Dann haben wir zwei Trinov Amplitude 16. Das sind jeweils die 16 Kanäle. Endstufen von Trinov und dann haben wir noch 5 Dynacord Stereo Endstufen, die die Subwoofer darin bespielen. Und einen neuen Vertrag beim persönlichen bzw. regionalen Stromveranbieter. Also für, bei EWE, bei unserem Stromanbieter, haben wir schon die goldene VIP-Karte bekommen. Hast du schon bekommen, ja, genau. Na wunderbar, da wusste ich, dass wieder Leben im Industriegebiet ist. Genau. Ne? Na wunderbar, dann haben wir das auch geklärt. Ja, okay, also separater Raum, alles das ist hier lösbar. Und ich kann nur sagen, für alle die wirklich so nah wie möglich an die Kino-Performance-Qualität etc. kommen wollen, wobei ein Hinweis noch vielleicht, das ist auch etwas, was wir auf der Messe in Denver besprochen haben. Es gibt ja, ich glaube, das haben wir sogar schon mehrfach in irgendwelchen Videos besprochen, es gibt ja tatsächlich Dienstleistungsanbieter, die einen den Kinofilm zeitnah, und zwar am gleichen Tag, manchmal sogar, glaube ich, ein paar Stunden vorher, nach Hause liefern. Ja, also für alle die meinen, sie könnten nicht mehr aufgrund ihrer Berühmtheit ins Kino gehen, können sich so ein Gerät holen und sitzen dann zu Hause und sehen den Kinofilm tatsächlich dort. Kostet allerdings ein paar hundert bis ein paar tausend Dollar für einen Zeitraum von 24, 48 Stunden etc. Also wer das vorhat, für den sind die 120.000 Euro für den Beamer das kleinere Problem. So ist es, genau. So, und jetzt gehen wir mal in ein schönes Kino rein. Danke. Welches eine Sitzplatzanzahl hat von 6. Genau. Komm, wir gehen mal rüber. Mehr Licht gibt es hier nicht. Jetzt muss ich gucken, reicht das, mein lieber Dennis, oder sollten wir noch einen Knopf drücken? Genau, dann, wenn's da nach vorne geht. Wir gehen mal nach vorne und dann macht der Holger in der Zeit mal einen Monolog und ich gucke mal, ob ich die Kamera noch ein bisschen heller einstellen kann. Ja, wir dürfen uns noch nicht in den Beamer stellen, sonst sehen wir nichts mehr, weil der so hell ist. Doch. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, wir haben hier einen Raum, der ursprünglich mal 10 mal 6 mal 3,30 Meter Deckenhöhe hatte. Und wo wir jetzt hier ein Kino reingebaut haben nach unseren Vorstellungen, um einfach mal zu zeigen, was möglich ist. Wobei wir hier die ganz normalen Mac-Audio-Lautsprecher verbaut haben, also nichts High-Endiges, wo man jetzt sagt, das kostet unfassbar viel Geld und das kann ich mir zu Hause auch nicht leisten. Darf ich kurz einhaken? Ja. Weil das habe ich auf der Denver-Messe gelernt. Preis heißt nicht High-Endig. Nein, das nicht, aber viele Leute denken ja immer, wenn so ein Installer sowas einrichtet, dann sind das irgendwelche Vorführungen, die man zu Hause vielleicht nicht realisieren kann. Nee. Aber hier haben wir die ganz normalen Lautsprecher, die wir in vielen Projekten schon verbaut haben, auch stehen. Das heißt, wenn jemand sagt, er interessiert sich für Mac Audio, kann er nach Cast fahren, um sich das im Kino anzuhören. Oder bei uns, weil wir haben hier genau das gleiche Setup, was wir auch in den Projekten einsetzen. Wir versuchen nicht zu beeinflussen über den Preis, obwohl das jetzt durch den Einstieg mit dem Projektor natürlich ein bisschen schräg rüberkommt. Ja, aber wenn man das über die Lautsprecher sieht, ist das definitiv so, weil es ist nicht selten, dass wir hier Personen hatten, als bei uns im Grobikino oder jetzt auch gestern, die nicht geglaubt haben, was wir hier an Performance-Preis-Leistung haben. Richtig. Und zwar bezogen rein nur auf die Lautsprecher. Genau. Und da kann ich auch sagen, Gruß an die Ukraine. Also alle 23 Lautsprecher liegen unter 25.000 Euro in Summe.
Da fangen bei manchen dezenter erst an, weil, und das hatte sich nicht danach angehört, als ich auf der Messe in Denver war, aber ich nenne jetzt keine Namen. Mein Lieber, ja. Wie groß ist die Leinwand, auf die du da gerade hin schaust? Wir haben hier eine Display Technologies Leinwand, die kommt aus UK, die ist elektrisch maskierbar, ist 4,20 Meter breit und hat ein Format von 1,89:1, also nahezu IMAX-Format. Und warum? Weil das die native Wiedergabe des Projektors ist. Also so haben wir wirklich das, was der Projektor wiedergeben kann, auch an Bildgröße. Und das ist ja auch ein nativer 4K-Projektor. Richtig. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Ihr sagt ja mal, oh, die haben wir wieder nicht verraten, dass das ein Shifter ist. Nein, in dem Fall ist das ein tatsächlich nativer 4K, weil wir haben ja schon mehrfach erwähnt, native 4K-Projektoren sind derzeit nur dem professionellen Kino vorbehalten. Und somit ist das hier mit diesem Projektor eben möglich. Genau. Gleich bin ich blind. Ja, wir müssen auch aufpassen. Das ist auch definitiv eine Regelung. So, jetzt muss mir mal erzählen, was du wo an Lautsprecher. Hast du Bilder gemacht? Natürlich hast du Bilder gemacht. Natürlich habe ich Bilder gemacht. Die werden wir jetzt alle einblenden. Ich habe ja sogar ein paar Videos gemacht, so ganz kurze Snippets. Ist nicht zu fassen. Echt? Unfassbar. Meine Himmel, da sitzt jemand in Cast, der sagt immer, viele Bilder machen, viele Videos machen. Ja, ich erinnere mich. Ja, dann mach doch mal. Also, wir haben letztendlich ganz normal Front links, Center, Front rechts. Ja. Dann haben wir Front whites. Und dann haben wir für jede der beiden Sitzreihen einen Surround-Lautsprecher und einen Surround-Back-Lautsprecher. Das heißt, wir haben insgesamt 13 Lautsprecher auf der unteren Ebene. Das Besondere dabei ist aber, dass wir 8 Subwoofer haben, nicht klassisch als DBA oder SBA, Double Bass Array oder Single Bass Array, wie wir das in den ganzen Kinos immer umsetzen, sondern wir haben das hier diesmal so gemacht, dass jeder Lautsprecher seinen eigenen Stütz-Subwoofer bekommt. Das bedeutet, der vordere linke Lautsprecher ist hier, der Subwoofer ist dahinter und dieser Subwoofer bekommt nur die Tieftonanteile dieses Lautsprechers. Kein LFE-Kanal, nicht getrennt bei 80 Hertz, sondern wirklich bei 100 Hertz getrennt. Und somit haben wir aus den Mac Audio Zweiwegern einen Dreiwege-Lautsprecher gemacht und nutzen die Trinov als aktive Frequenzweiche. Das gleiche haben wir auch an den Seiten gemacht. Das heißt, wenn wir uns kurz hier uns hinstellen, hier ist ein 18 Zoll Subwoofer drin und der bekommt nur die Tieftonanteile von dem Front White und von dem Front High Lautsprecher an der Decke. Das haben wir vorher noch nicht ausprobiert und bevor ich sowas den Kunden immer anbiete, probieren wir das halt lieber selber aus und deswegen haben wir das hier einfach mal getestet, ausprobiert und ja. Ich denke, das ist relativ erfolgreich hier. Die Kunden waren bisher alle begeistert. Damit wir natürlich im LFE-Kanal, in dem Punkt-1-Kanal dieser Tonspuren, auch genug Bass haben, steht mittig hinter der Leinwand der Tor, den der ein oder andere von euch von der High-End kennt. Das heißt 1,60 Meter breit, 1,30 Meter hoch, 140 dB Output. Also da wackelt hier schon die Leinwand, wenn man mal richtig übertreibt, was der Patrick ja gerne macht, weil er gerne laut hört. Da kann hier schon mal das eine oder andere wackeln. Ich sag nur 75 statt 70. Ja, genau. Genau. Denn so. Das war gestern meine Lautstärke und die hat ehrlicherweise einen großen Anklang gefunden. Also wir könnten ja auch noch viel mehr, aber das müssen wir nicht übertreiben, weil die Anlage ist für deutlich mehr ausgelegt. Aber man muss ja auch den Raum berücksichtigen und das Hörvermögen. Wir dürfen den Leuten ja auch nicht das Gehör kaputt machen. Nein, machen wir auch nicht. Also die hatten alle Spaß und waren alle am... Den müsste man mal so Pulsmeter oder wie die Dinger heißen, mal so an den Finger setzen, wenn man da so die Bandbreite hat, weil die waren hier doch teilweise sehr, sehr aufgeregt und es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich habe ja nicht zum Film geguckt, die kenne ich ja alle, ich habe nur noch zu den Gesichtern geguckt und es hat einfach eine riesen Freude gemacht, mein Lieber. Genau. Da oben hast du auch noch ein bisschen was. Genau, an der Decke haben wir 10 Lautsprecher, das heißt, wir haben für alle Tonformate die passenden Deckenlautsprecher, Auro, Atmos und DTS:X. Der Vorteil ist, dass die Altitude 32 auch DTX Pro kann. Das heißt, wir können sogar alle 32 Lautsprecher und Subwoofer, die hier verbaut sind, nutzen, was ja bei Atmos und Auro sonst nur mit dem Abmixer gehen würde. Yes, Sir. Genau. So, dann hast du hier eine ganze Menge schöne Details hier. Unter anderem hast du hier deine Schattenfugen unten, oben oder wie sich das nennt hier mit den ganzen Lichtern. Das ist übrigens dein Putzlicht hier, ne? Ja, heller geht's leider heller nicht. Heller geht's nicht, ne? Okay, alles klar. Dann hast du da oben deine Wellen, da drüben wieder New York am Kopf. Genau, das Raumakustik auch, halt. Genau, man merkt es auch sofort, sobald man hier reinkommt. Dann hast du noch einen schönen Teppich hier dir hingelegt, um den Kontrasteindruck nochmal zu erhöhen. Nicht wahr? Weil der Beamer einfach so hell ist, dass das schwarze Laminat dann wieder gespiegelt hätte. Mhm. Aber mit dem schwarzen Teppich vorne sieht man jetzt eigentlich nichts mehr, was stört. Und passt. Habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen, echt toll. Und dann hast du hier diese Sitze, ich habe schon gestern spaßhalber gesagt, das war für Frank vom Movia, vielen Dank, mein lieber Frank. Vielen Ein Dank, teurer Frank, Besuch auf seinem ISE-Stand. Denn er hat uns freundlicherweise diese Sitze zur Verfügung gestellt. Das sind hier die Sitze aus Star Trek, ne, Original-Nachbauten.
Genau. Also sind die Sitze aus der Rome-Serie. Und da habe ich mich auf der ISE ja gleich drin verliebt und fand die total toll. Und dann hat der liebe Frank gesagt, okay, für euer Kino stelle ich euch die zur Verfügung. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, es freut uns sehr, mein lieber Frank. Hast du gut gemacht. Also wenn du mal zur Wuster Nordseeküste kommst, dann solltest du natürlich erstmal hier vorbeifahren. Gibt auch noch Fischbrötchen. Wieso hast du eigentlich 3 von diesen Dingern hier drin? Was tust du denn da alles rein? Ich tue da gar nichts rein. Im Kino wird nicht gegessen und getrunken. Bei dir nicht? Nein, das war nur Spaß. Ja, aber hier kannst du ja mehr als nur, meine Güte hier. Ja. Das ist ja ein 3-Gänge-Menü, was du hier reinstellen kannst. Ist ja cool. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Wunderbar. Ja. Und dann haben wir hinten nochmal Sitze aus der... Das ist die Veniche-Serie von Movia, genau. Die ihr auch im Kino habt. Genau, die haben wir auch im Kino. Genau. So, 2 Ebenen haben wir da. Jo, und dann kann der Spaß beginnen. Genau. Und ja, wir haben jetzt gleich in 10 Minuten die erste Demo heute wieder. Heute an dem Sonntag kommen auch nochmal 25 Kunden, sodass wir in Summe die letzten 3 Tage jetzt insgesamt 150 Besucher hier hatten, wobei allerdings auch ein Teil aus unserem Gewerbegebiet kam, weil als ordentlicher neuer Nachbar habe ich natürlich das ganze Gewerbegebiet eingeladen und die waren Freitag hier auch zahlreich anwesend. Und haben sich sehr auch bedankt, weil unter anderem hast du so einen Fresskorb gekriegt. Ja, aber so Themen wie Laser-TV waren halt noch kein Thema. Ganz viel Schokolade. Und da, also die waren alle erstaunt, was man mit so einem Laser-TV alles machen kann mittlerweile. Ja, absolut. Also, wir haben es gesagt, wenn das von Interesse ist, wenn ihr interessiert seid, wenn ihr euch über das Projekt mal genauer informieren wollt, ruft den guten Holger an, schickt ihm eine Mail, man findet einen Termin, ne, zu bestimmten Zeiten. Kommt nicht so, das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht, weil Holger ist ja auch nicht häufig zu Hause, je nachdem. Ja, vielleicht bin ich gerade in Karst oder ja, in München, genau, dann wär's oder sonst wo. Und deshalb wirklich unbedingt nur mit Terminvereinbarung machen, ja? Guck dir das Bild an, der Hammer, ey. Also geh nochmal zurück, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen zell von der Kamera. Dreh nochmal rüber, ich zeig's einfach mal. So, machen wir mal ein bisschen weniger von dem Licht da rein. Guckt euch das mal an. Das auf 4,20 Meter, das ist der Wahnsinn. Das macht Spaß. Wir sitzen ungefähr 4,20 auch entfernt? Genau, also wir sitzen tatsächlich 1:1 entfernt. Das könnte fürs IMAX-Format manchmal ein bisschen groß sein. Ich hingegen ärgere mich, dass ich nicht noch einen halben Meter näher rangerutscht bin, weil so ein großes Bild einfach unfassbar süchtig macht. Und ich würde gern noch näher sitzen, aber dann müsste ich alle Lautsprecher wieder umbauen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ach so, sonst hätte ich gesagt, ich habe ein Grobi-Sitzkissen, das könnte ich dir leihen. Ja, dann kommen dann die beiden Hunde mit. Nee, lass mal lieber. Ach so, okay, alles klar. Nein, nein, also das große Bild macht schon wirklich süchtig. Ja. Alles klar, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Am besten abonniert ihr unseren Kanal, damit ihr wunderbare Videos, die sonntags morgens gedreht werden, in Zukunft nicht verpasst. Und wir euch immer wieder zeigen, was es in der Welt der Heimkino oder ja doch Unterhaltungselektronik in der Heimkinowelt alles Schönes Neues zu berichten gibt. Genau. Und vielen Dank nochmal an alle Besucher und Gäste, die den weiten Weg hier zur Nordsee auf sich genommen haben. Der weiteste Gast kam übrigens aus Wien. Also das sind dann schon ein paar Kilometer. Sicher? Ukraine, Wien? Ja, ja, na ja, gut, der Leonid ist ja kein Gast gewesen, der ist ja schon Freund des Unternehmens. Gehört schon zur Familie, ne? Genau. Also, genau, das war der Fall. Ja. Und nochmal vielen Dank auch an Christine und auch an den Rest der ganzen Truppe, die uns hier unterstützt haben, die das Ganze mit organisiert haben. Das ist immer viel Arbeit, auch in der Vorbereitung, aber war perfekt. Und vielen Dank auch nochmal an die Jungs, die da von deiner Fischbude da und Mädels dabei waren. Ja, die waren ja auch völlig begeistert. Die haben gestern ja hier um 19 Uhr noch eine Privatvorstellung bekommen. Einmal durchgeschleudert hier bei Top Gun und anderen Demos. Also die waren auch überrascht. Du hast jetzt Fischbrötchen auf Lebenszeit? Das, ja, haben sie schon gesagt. Die kommen jetzt einmal die Woche zum Kinoabend und bringen dann Fischbrötchen mit. Aber wunderbar, so läuft das hier. Alles klar, bis die Tage. Ciao. Danke, ciao.